Hi, mein Name ist Tikva und in diesem Video erzähle ich dir, wie wir in nächster Zeit eine Menge Spaß zusammen haben können. Ich stehe ja kurz vor meinem 1000. Abonnenten. Yay! Und ich habe mich gefragt, warum die meisten von euch meinen Kanal eigentlich abonniert haben. Na klar, wenn ich es mir dreckig gebe, dann habt ihr am meisten Spaß. Okay, ich aber genauso. Und ich denke, es ist ein bisschen ruhig geworden hier und es wird Zeit, es wieder mal richtig krachen zu lassen. Deswegen starte ich jetzt eine Challenge. Was das genau ist und was es hier geht, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Also, los geht's! Abgedreht aber wahr. Wenn du jetzt meine Abo-Glocke klickst, wirst du sofort etwas glücklicher werden. Also, klick die Glocke. Kein Problem, Tikva. Gestartet hat das Ganze hier mit meinem kleinen Videotagebuch. Ein kleines Tagebuch, in dem ich protokollieren wollte, erstmal nur für mich, wie ich abspecke. Das Ganze ist dann gewachsen und immer größer geworden. Ihr seid dazu gekommen, auf einmal war eine Community da und ihr habt mich angefeuert, motiviert. Ihr habt mich inspiriert und ich habe das Gleiche mit den Videos auch getan. Ich habe draußen andere Menschen inspirieren können, mir gleichzuziehen. Und das war klasse. Das Ganze wurde richtig groß und ich wurde schlank. Und dieser Kanal hat eine Menge positiver Energie bei uns allen erzeugt. Ich wurde inspiriert, ihr wurdet inspiriert. Das Ganze ist eigentlich eine klasse Sache. Es gibt nur zwei Dinge, die negativ gelaufen sind. Aber diese zwei Dinge entscheiden eigentlich alles. Erstens, ich bin wieder dick. Ich habe es nicht geschafft, dünn zu bleiben. Und ich konnte den Erfolg von damals auch nicht wiederholen. Ich habe mehrere Anläufe gemacht. So erfolgreich wie bei meinem ersten Videotagebuch war ich nie wieder gewesen. Zweitens, dieser Kanal hat nach 4 Jahren und über 250 Videos immer noch kaum Abonnenten und überhaupt keine Reichweite. Und das macht viel von dem aus, was ich hier produziere. Denn was ich mache, ist meistens sehr aufwendig oder sehr zeitintensiv. Und ich gehe immer an mein Limit. Es wäre ein Traum für mich, wenn dieser Kanal wirklich mein Job wäre, wenn ich das hundertprozentig machen könnte. Im Moment ist das aber unmöglich. Ich habe über Patreon zum Beispiel auch eine Seite gestartet, wo ihr mich unterstützen könnt. Einige machen das ja auch und das hat mich wirklich sehr stark inspiriert, das Ganze hier mal etwas anzuziehen. Es ist alles noch sehr, sehr klein, kleines Flämmchen, das gleich wieder ausgehen kann, aber es zeigt, es könnte funktionieren. Und daran möchte ich jetzt arbeiten. Einige von diesen Veränderungen habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr mein letztes Video, wie du sofort dein Bauchfett loswerden kannst, gesehen habt. Dieses Video ist unter anderem auch von meinen Patreonen mitproduziert worden und ich konnte es mir mal erlauben, wirklich alles so einfließen zu lassen, wie ich mir vorstelle, dass meine Videos eigentlich aussehen sollen. Unter anderem bin ich jetzt nicht mehr allein, ich habe jetzt einen Co-Moderator. Hier ist Ziggy Space Rat. Hallo, Tikva. Ziggy Space Rat ist eine meiner Comics-Figuren und begleitet mich schon fast mein ganzes Leben. Was Mickey Mouse für Walt Disney gewesen ist, ist Ziggy quasi für mich. Maus? Ich bin eine Weltraumratte, du Saftsack. Was? Oh, okay, ja, du Specksack. Hey, 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 hey. Fluch hier nicht so rum. Das ist ein kinderfreundlicher Channel, okay? Titten. Was? Titten. Lass das. Was meinst du damit? Du hast Titten. Ich, was? Hör auf damit! Das letzte Mal hattest du keine Titten. Ja, ich bin alt geworden, Ziggy. Wir haben es ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Im Alter wachsen dir also Titten. Interessant. Ach, halt die Schnauze, du sexistischer Fellmob. Wenn Männern 2 wachsen, wachsen dann alten Frauen 4 Möpse? Nee, das ist... Was? Och, was ist denn los, Tikva? Fühlst du dich heute wieder dicker als sonst? Dünnes Eis, Mr. Space Rat. Oh, ist ja ein Elefant im Raum und will Schlittschuh laufen. Das hier ist nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für dich. Ziggy. Oh, danke, dass du mich nach 10 Jahren mal wieder aus der Mottenkiste geholt hast. Ja, es gibt eine Menge Fans da draußen, die freuen sich, dich wiederzusehen. Haben die jetzt auch Titten? Ah, ich hätte auch eine andere Figur nehmen können. Vampiri oder Engeli. Da hätten sich auch viele gefreut. Es ist die Stimme, was? Was? Die Stimme. Du kannst keine Frau einsprechen. Also... Du kriegst nur eine Weltraumratte hin. Deswegen bin ich hier. Das ist nicht wahr. Und du bist zu faul, einen ganzen Körper zu zeichnen. Mit Titten. Na warte jetzt mal, ich dir ein paar Oma-Titten. Ciao, Labello. Hey, komm zurück.
Also das mit dem Co-Moderator, das überlege ich mir nochmal. Hier ist meine Challenge. Ich möchte bis zum 7.7.2020 1000 Abonnenten auf meinem Kanal haben. Echte Abonnenten, also keine gefakten aus Indien oder sowas. Der 7.7., das ist mein Geburtstag. Übrigens auch Zickis Geburtstag. An dem Tag habe ich den ersten Spacewood-Comic-Strip gezeichnet. Titten! Schnauze! Ja, ich weiß, das ist eine ziemlich kurze Zeit bis dahin. Und deswegen brauche ich eure Hilfe. Und hier ist mein Angebot. Wenn ich am 7.7. die 1000 überwunden habe, dann möchte ich ein neues Diät-Tagebuch starten. Ich möchte meinen Schweinehund überwinden. Ich möchte extreme Dinge unternehmen. Und ich will meine Grenzen sprengen. Und davon möchte ich mindestens einmal die Woche euch Bericht erstatten. In einem Videotagebuch. Ihr seid quasi mein Online-Coach. Als Fatty bekomme ich ja immer wieder gesagt, welche Diät ich machen soll oder wie ich abspecken soll. Da hat jeder eine Meinung und da hat jeder eine Überzeugung oder sich irgendwas angelesen. Und mein Plan ist es, ich möchte diese ganzen Diätkonzepte ausprobieren. Ja, ich werde mit Saftfasten starten. Das hat Tradition und das ist cool. Aber ich möchte jede Woche alles neu überdenken und eigentlich habe ich mir gedacht, ist es ganz cool, wenn ich Selbstexperimente starte. Das habe ich ja schon früher gemacht. Auch das Saftfasten war eigentlich ein Selbstexperiment. Und ich überlege mir, viele verschiedene Diätkonzepte auszuprobieren, mindestens eine Woche lang und dann hinterher einen Bericht davon zu machen, ein Video, in dem ich dann erzähle, was ich so erlebt habe, was es gebracht hat, ob das jetzt für mich gut war oder schlecht, weil theoretisch weiß man alles und kann sich alles anlesen. Aber die wenigsten probieren praktisch aus, was wirklich dran ist. Und dann kann man eigentlich nicht den Leuten erzählen, was wirklich gut oder schlecht ist. Ich denke mal, so ein Selbstexperiment kann da ganz viel Entscheidendes dazu beitragen, herauszufinden, was wirklich gut ist. Und das möchte ich machen, mit euch zusammen. Ihr entscheidet mit, welche Diät ich als nächstes dann übernehme. Also es wird quasi eine Wechseldiät sein, mal eine Woche Intervallfasten, dann werde ich mal eine Woche Hardcore-Hit-Training machen oder vielleicht eine Woche lang nur Eier essen, keine Ahnung, was es da noch alles gibt, das werden wir alles rausfinden. Wenn es ganz schlimm wird, dann mache ich wieder mal eine Woche Saftfasten, damit das Ganze vorangeht. Jedenfalls mache ich das so lange, bis ich schlank bin und das würde bedeuten, dass ich 50 Kilo runterkriegen muss. Was könnt ihr machen, um mich jetzt da voranzubringen, damit ich meine 1000 Abonnenten bekommen kann? Zuerst einmal, ganz einfach und simpel. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt sofort bitte. Abonniert diesen Kanal, tut mir den Gefallen. Teilt meine Videos, teilt meinen Kanal auf eurem Social Media Forum, also auf YouTube, Twitter, Instagram, überall, wo ihr zu Hause seid und wo ihr meint, da könnte es reinpassen. Wenn ihr aktiv in Foren seid, dann setzt auch mal einen Link da rein. Seid ehrlich und sagt den Leuten, dass es darum geht, diesen dicken Typen 1000 Abos zu verschaffen und dass der dann für euch schwitzen darf. Ich habe dieses schöne Bild zusammen montiert. Das könnt ihr jetzt unten unter diesem Video downloaden und das könnt ihr überall verteilen und auch den Link von dem Kanal dazu setzen und damit öffentlich machen, dass ich diese Challenge ausgerufen habe und dass jeder die Chance bekommt, hier mitzumachen und mir ein Stück Qual zu verschaffen. Was ihr noch tun könnt, schaut meine Videos. Umso länger ihr die schaut, umso mehr ihr sie liked, umso mehr ihr euch mit diesem Kanal beschäftigt, umso mehr merkt das YouTube und teilt auch meine Videos anderen Leuten mit. Also meine Reichweite wird schon allein dadurch erhöht, dass ihr meine Videos lange guckt, kommentiert und auch liked. Das ist ganz essentiell. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann macht das. Ich habe eine Menge guter Videos dabei, die haben einen Mehrwert für euch. Sucht euch die aus, die euch gefallen und guckt sie euch mal an. Ich weiß, am meisten haben euch die Videos gefallen, in denen ich über meine Grenzen hinausging, Sachen gemacht habe, die unüberwindbar schienen und sich dann neue Horizonte auftaten. Dinge, die euch und mich inspirierten und motivierten, die einfach etwas bewegt haben, etwas verändert haben. Und diese Videos möchte ich jetzt wieder mit euch machen. Also macht mit, seid dabei, schwitzt mit, lasst mich leiden, feuert mich an und lauft mit mir gemeinsam durch die Ziellinie. Lasst uns gemeinsam Grenzen sprengen. Die Challenge hat begonnen. Schön, dass du dabei bist. Tikva aus. Da bist du ja endlich. Wo warst du nur so lange? Lass schnell ein Abo da und klick die Glocke, bevor wir uns wieder aus den Augen verlieren. Wir rocken das jetzt gemeinsam. Schrumpf!